offensiv kommunizieren können. Das haben sie aber nicht gemacht, sondern sie haben ständig so weiter geredet, als könnten sie jetzt hier dauernd noch zu Steuersenkungen kommen. Und dieses immer wieder, wir sind aber leider die Losertruppe, weil wir können das gegen unseren großen Koalitionspartner nicht durchsetzen. Das hat ihnen, glaube ich, auch geschadet. Niemand weiß besser als ich, was mir nicht gelungen ist. Niemand wirft es sich selbst auch mehr vor, als ich mir selbst. Der Vertrauensverlust, den wir erlitten haben, mit dem wir es bis heute zu tun haben, ist nicht entstanden durch alltägliche Koalitionsdiskussionen in der Koalition seit der letzten Wahl, sondern gleich am Beginn. Er war massiv und wir sind noch nicht aus der Wirbelschleppe bis heute heraus. Wenn wirklich komplett das Gegenteil dessen rauskommt, was eine Partei vor der Wahl versprochen hat, fände ich es zum Beispiel wichtig, so etwas gibt es ja in manchen Ländern, dass man in die Verfassung aufnimmt, dass eine Regierung mit einer einfachen Mehrheit, also dass es eine Volksabstimmung gibt, dass eine Regierung abberufen werden kann. Also dass man dann tatsächlich, wenn die Leute das Gefühl haben, also die haben uns sowas von verarscht, tatsächlich eine Neuwahl sehr, sehr schnell von Seiten der Bevölkerung in einer Volksabstimmung initiieren kann. Das wäre ein demokratisches Mittel, so etwas zumindest zu sanktionieren. Und deshalb erkläre ich heute meinen Rücktritt als Fraktion und Landesvorsitzende. Saddam Hussein has gone to elaborate lengths, spent enormous sums, taken great risks to build and keep weapons of mass destruction. Wir lassen uns nicht erpressen. Möglicherweise hat er einen Blackout gehabt. Auch Vertreter der Regierung haben ein erbärmliches, ein bis ins Innerstes Mark verfaultes Rechtsbewusstsein erkennen lassen. Ich habe Spenden entgegengenommen in einem Umfang zwischen 93 und 98, der zwischen 1,5 bis 2 Millionen Mark liegt, über die Zahlen, die Jahreszahlen hinweg. Das ist im Jahr so ungefähr 300.000 Mark gewesen, die nicht angegeben wurden, weil die Spender ausdrücklich darum gebeten haben. Ich erinnere mich noch fast wie heute eine Vernehmung von Helmut Kohl vor dem Bundestagsuntersuchungsausschuss damals, in dem ich Helmut Kohl gefragt habe, wie lief das denn praktisch ab? Wie muss man sich das denn vorstellen? Also Sie sitzen in Ihrem Kanzleramt, in Ihrem Dienstzimmer und da kommt Ihre Mitarbeiterin rein und sagt, der Herr X ist da. Und dann unterhält man sich mit ihm über das Wetter, über die Kinder und so. Und irgendwann kommt dann die Frage von Kohl an den Herrn X, und haben Sie es dabei? Und was hat er dann gesagt? Ja, und wie ging das dann? Hat er dann Bündel Bares oder in einem Umschlag aus der Tasche gezogen? Ja, in einem Umschlag. Und was haben Sie dann damit gemacht? Ja, ich habe es in die Jacke gesteckt. Diese Spender haben mir diese Summe anvertraut, unter der Voraussetzung, dass die Spender nicht genannt werden. Das waren deutsche Staatsbürger, die in gar keiner Branche etwas zu tun haben mit Regierungshandeln, die immer mir helfen wollten. Und ich habe nicht die Absicht, deren Namen zu nennen, weil ich mein Wort gegeben habe. Das ist eindeutig verfassungswidrig und ist ein permanenter Bruch dieses verbindlichen Verfassungsgebotes und ist infolgedessen auch Teil eines Dramas, in dem sich der Helmut Kohl befindet. Ja, die Verlogenheit bestand natürlich darin, nicht offenzulegen, wer es war. Und damit natürlich auch, also es würden sich ja vielleicht manche politische Entscheidungen, die gefallen sind, in einem anderen Licht auch darstellen, wenn man wüsste, wer dort Finanziers gewesen sind. Das Wort hat jetzt der Fraktionsvorsitzende der Fraktion der CDU-CSU, Wolfgang Schäuble. Das war in der Phase, als wir noch in vielen Bereichen im Dunkeln tappten. Da hat Herr Schäuble eine Rede im Bundestag gehalten, in dem er sich klar distanziert hat von diesen ganzen Geldgeschichten. Die Regelungen des Parteiengesetzes müssen eingehalten werden und wenn verstoßen worden ist, müssen die Konsequenzen getragen werden. Jawohl.
Also hat die Brigitte Baumeister damals zu einem solchen Gesprächsabend eingeladen. Und bei diesem Gespräch habe ich auch einen Herrn kennengelernt. Das habe dann später festgestellt, das ist dieser Herr Schreiber. Und ich habe dann einen Zwischenruf gemacht, das darf man im Bundestag, und habe gesagt, haben Sie auch einen Koffer bekommen? Weil es ging ja um diesen Geldkoffer mit Bargeld für die schwarzen Konten der CDU. Und da hat er das gehört, hat das offenbar auch verstanden und ganz spontan gesagt. Ohne Koffer. Also vielleicht, ich habe einen Aktenkoffer vielleicht dabei gehabt. Weiß ich gar nicht. So. Aber es ist jedenfalls weder von Panzer noch von sonst etwas die Rede gewesen. Damit sieht auch kein. Es war im Herbst 94, war im Frühsommer oder Herbst 94. Einige Zeit später musste er dann einräumen, dass er von dem Waffenhändler Karl-Heinz Schreiber auch 100.000 D-Mark bekommen hat. Ich habe den Herrn Schreiber irgendwann 1994 im Zusammenhang mit einer Veranstaltung, wo wir Sponsoren geworben haben, dass sie spenden für den Wahlkampf, kennengelernt. Der hat am Tag danach eine Spende in bar abgegeben. Ich habe die an die Schatzmeisterei weitergegeben. Dies ist eine der übelsten Denunziationen. I had no prior knowledge of the Watergate break-in. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Es ist ein Produkt für eine Rufmordkampagne. Es hat nie einen Auftrag gegeben. Eine anonyme Anzeige gegen Herrn Engholm wegen Steuerhinterziehung zu erstatten. Wollen Sie mir unterschieben? Ich hätte meine eigene Bespitzelung gemacht. Diese Pressekonferenz ist ja mit größter Spannung erwartet worden. Uwe Barschel hat in Aussicht gestellt, dass er die vom Spiegel und von seinem ehemaligen Mitarbeiter Pfeiffer erhobenen Vorwürfe hier heute rückhaltlos aufklären werde. Über diese Ihnen gleich vorzulegenden eidesstattlichen Versicherungen hinaus gebe ich Ihnen, gebe ich den Bürgerinnen und Bürgern des Landes Schleswig-Holsteins und der gesamten deutschen Öffentlichkeit mein Ehrenwort. Ich wiederhole, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe haltlos sind. Ich danke Ihnen. Da habe ich gedacht, das muss wohl stimmen, weil so dumm kann er gar nicht sein, dass er jetzt sein Ehrenwort gibt und anschließend stellt sich heraus, das stimmt nicht. Ich war dann geschockt, als es kurze Zeit später rauskam, dass das Ehrenwort ein gebrochenes Wort war. Und das wusste er ja schon, als er das gesagt hat. Entweder sage ich ja oder nein. Ich kann die Aussage, wenn sie richtig ist, nicht nur dadurch bekräftigen, dass ich an die Ehre appelliere. Was soll das eigentlich sein? Das sind Begriffe aus der Vordemokratie. Ich habe in allen meinen Stellungnahmen deutlich gemacht, dass ich weder bewusst noch vorsätzlich getäuscht habe, aber gravierende Fehler gemacht habe. Haben Sie bei Vorlage Ihrer Dissertation eine ehrenwörtliche Erklärung abgegeben, dass Sie die Dissertation selbstständig verfasst und keine anderen als die von Ihnen angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt haben? Ja, Herr Kollege Bartels. Bei ihm war es ja nun auch eindeutig so, dass er versucht hat, die Dinge so lange wie möglich zu verunklären. Also zunächst mal geleugnet hat, dann alles darauf geführt hat, wie beansprucht er war mit Familie und Beruf. Sie ist über etwa 7 Jahre neben meiner Berufs- und Abgeordnetentätigkeit als junger Familienvater in mühevollster Kleinarbeit entstanden. Also das ist ja ein Phänomen, was mich immer wieder verblüfft, dass die Menschen einfach schlicht abstreiten, dass sie irgendwas getan haben, auch wenn es evident ist, dass sie es waren. Auch da ist das Schlimme eigentlich. Gar nicht mal, dass da jemand 5 hat gerade sein lassen, sondern dass man nicht dazu steht,